Willkommen zum nächsten RageMP C-Sharp Tutorial zum dritten Part des Fraktionssystems. Und zwar wollen wir heute uns mit den Fraktionsfahrzeugen beschäftigen. Wir sind hier beim Mission Rogue Police Department, wollen hier einen Pad, also einen NPC erstellen. Und wenn man zum NPC hingeht, dann in der Fraktion Police ist und zum Beispiel E drückt, dass man dann draußen auf dem Parkplatz sich ein Auto spawnen kann. Das Ganze machen wir dann direkt auch mal. Wir speichern uns hier eine Position für den NPC. Machen wir einfach mal hier rein. Wir sagen Save NPC. Wenn ihr die Save-Funktion noch nicht habt, schaut doch gerne in meinem anderen RageMP-Tutorial vorbei. Dort habe ich die RageMP-Funktion mal erstellt. Und hier machen wir dann die Range für den Befehl, wenn man E drückt oder was auch immer. Save, machen wir einfach Range. Und natürlich, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst doch gerne jetzt schon mal ein Abo da. Und das Fahrzeug wollen wir dann hier erstellen lassen irgendwo. Ich würde sagen, wir machen hier Car Police 1.1. Vehicle Police hieß unser Befehl. Und dann spawnen wir die Karre einfach hier hinten, so vor dieser Garage hier. So, spawnen wir die einfach hier. Und sagen dann Save Car Spawn. Gut, jetzt haben wir unsere Positions gespeichert und werden dann mal zum Code rüberspringen und schauen, wie wir das dann umsetzen. So, wir beginnen erstmal mit dem clientseitigen Code. Wir gehen hier in unseren RageMP-Ordner rein, einmal unter Packages, unter Server Data öffnen die Saved Positions. Hier stehen dann unsere eben gespeicherten Positions. Ziehen wir mal beiseite, gehen in Client Packages und schauen dann mal hier bei Pets Keys. Öffnen diese Datei einmal mit Visual Studio Code. Wir wollen ja erstmal einen neuen Pad erstellen. Das machen wir hier oben. Hier haben wir dann hier, können wir noch kurz kommentieren, Tutorial Pad. Und hier machen wir einen Police Car Spawner Pad. Sagen wir wieder einfach mp.pets.new. Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Dann mp.game.uart, dann der Skin von dem Pad, den können wir natürlich im RageMP Wiki unter Pets raussuchen. Dann nehmen wir hier einen Police, ich nehme jetzt einfach mal den hier als Skin dafür. Dann packen wir dieses SMY weg, machen einfach nur COP01, das reicht dafür. Und sagen dann ump.vector3. Hier packen wir dann von unserer Saved Positions, hier haben wir NPC, die XYZ-Koordinate rein. Sagen Komma, packen dann das Heading da rein. Also hier hinten, die 177. Und dann die Virtual World, sagen wir 0. Speichern das Ganze und haben das soweit. Dann haben wir ja hier schon eine zwei Keys definiert mit der F-Taste. Und einmal die I-Taste. Wir werden das auch so beibehalten. Und zwar, wenn man beim NPC F drückt, kann man dann ja zum Beispiel das Auto spawnen. Wir speichern diese Datei. Springen mal zum serverseitigen Code, indem wir Visual Studio öffnen. Und gehen erstmal hier in unsere Events. Und laden doch mal und erstellen einen neuen Textlevel, würde ich sagen. Das sagen wir hier einfach Police Car Spawner, sagen dann NAPI Text Label von Create Text Label und sagen dann hier einfach in weiß erstmal benutze Taste F, um ein Fraktionsfahrzeug zu spawnen. Da machen wir das F noch gelb mit Tilde J, Tilde Y Tilde und dann machen wir Tilde W Tilde, damit nur das F in Klammern gelb ist. Dann definieren wir einen Vektor mit New Vektor 3. Da packen wir hier wieder von der Saved Position die XYZ Koordinate von unserem NPC hier rein. Sagen bei der Z Koordinate plus 0,5, damit das über dem NPC steht. Und sagen dann, was kommt jetzt? Die Reichweite. Dann haben wir 10.0 Float Einheiten, Size 0.f Float, Font 4 und
Color kann wieder weiß sein, also New Color 255255255. Am Ende noch ein Semikolon. Da haben wir jetzt den 3D-Text gemacht und können mal zu On Player Press F gehen. Dann haben wir hier aktuell den NPC, wo wir einen Hotdog erwerben können. Das heißt, wir werden das jetzt wieder so machen. Wir definieren einen neuen Vektor. Vektor 3. Police Spawner nehmen wir den einfach mal. Police Spawner. Also NPC Police Spawner. Gleich New Vektor 3. Dort nehmen wir wieder die Koordinaten von eben. Und fragen dann ab, if player.position, also ob unsere Position mit Distanz 2, ob wir in der Nähe sind von unserem NPC Vehicle Spawner. Sagen wir auch, er muss Minimum 1,5 Float Einheiten in der Nähe von dem NPC sein. Wenn wir das sind, fragen wir noch ab, if player. Müssen wir mal kurz in die Accounts Tabelle schauen, ob ich die Funktion schon erstellt habe. Genau, ist Spieler in Fraktion. Sehr gut, dann geht zurück nach On Player Press F und schau mal kurz, ob ich das hier schon irgendwo habe. Kopieren uns einmal hier von On Player Chat unsere Account Objektvariable, damit wir das nicht neu schreiben müssen. Packen die einfach nach ganz oben unter unser ist Spieler eingeloggt und können dann sagen Account. Nee, wir sagen das natürlich in dem Account. Ist Spieler in Fraktion, übergeben wir die 1 für Police Department. Das heißt, wenn der Spieler in einer Fraktion ist, die Police Department ist, bei uns ja die 1, dann führt den folgenden Code aus. Und hier wollen wir dann ein Fahrzeug spawnen. Ich würde sagen, das machen wir folgendermaßen. Wir sagen hier erstmal Vehicle, Temp Vehicle. Das heißt, wir definieren eine neue Variable vom Typ Vehicle. Sagen dann Temp Vehicle. Schreiben das auch groß. Sagen dann hier Temp Vehicle gleich NAPI.Vehicle.Quiet Vehicle. Beispielhaft würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal Police einfach. Das Police Auto, ihr könnt das natürlich auch als Menü machen. Und dann könnt ihr verschiedene Fahrzeuge auswählen. Der Einfachheit halber mache ich jetzt nur mal ein Fahrzeug. Aber ich habe euch natürlich auch gezeigt, wie ihr das Native UI in WayGMP benutzt. Ich springe dazu einfach ein paar Videos zurück. Gut, hier können wir dann sagen napi.util.getHashKey, um HashKey zu bekommen von dem Vehicle. Und dann sagen wir einfach Police. Und dann sagen wir New Vector 3. Kopieren dann hier die Position von dem Fahrzeug. Ja, das ist hier Carspawn. Kopieren erstmal die ersten drei. Und dann, wie ihr es ja schon kennt bei Fahrzeugen, kommt danach der Heading. Dazu kopieren wir uns hier hinten den Wert raus, die 93. Sagen das dann als Float mit dem F. Und dann eine Farbe, sagen wir einfach 11. Oder wir bleiben bei 00. Semikolon. Und setzen jetzt dem Fahrzeug noch einen Wert, damit wir das auch eindeutig als Fraktionsfahrzeug sehen können. Und zwar sagen wir Temp Vehicle.setData vom Typen Int und als Key sagen wir hier Vehicle-Fraktion, geben die Vehicle-ID mit, damit wir später mit GetData sagen können, ah, du bist also ein Fraktionsfahrzeug vom PD. Dann sagen wir natürlich noch Temp Vehicle.log gleich true. Soll abgeschlossen sein von Standard, damit auch kein anderer einsteigen kann. Gut, ich würde sagen, als nächstes setzen wir den Spieler einmal in das Fahrzeug rein. Das machen wir dann mit Player. Oh, das brauchen wir nicht. Das machen wir dann mit Player.set into Vehicle. Temp Vehicle und natürlich als Driver, also Vehicle Seed.Driver und das Ganze nach Int, als Int, so. Semikolon. Damit hätten wir das soweit fertig. Wir müssen noch die Position hier oben anpassen. Natürlich nicht von unserem NPC, sondern von dem vor dem Tresen. Das heißt, diese Range-Koordinate nutzen wir hier.
kopieren hier rein und fertig. Gut, damit hätten wir das Fahrzeug. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Carlock-Befehl, damit auch das PD oder alle Fraktionen ihre Fahrzeuge abschließen können. Das machen wir unter, was haben wir als letztes geschrieben? Das machen wir unter Invite, ne, unter Pistole. Hier definieren wir einen neuen Comment, den nennen wir Carlock. Sagen dann hier einfach slash Carlock, um ein Fahrzeug auf abzuschließen. Dann haben wir hier public void cmd carlock für player player und können dann hier ganz einfach sagen vehicle get vehicle gleich player.vehicle, der Fahrzeug, wo der Spieler gerade ist, wollen wir damit abschließen. Und ich schaue mal kurz, ob wir den Utils schon haben. Genau, get closest vehicle. Das ist die bessere Funktion dafür. Wir sagen hier vehicle gleich get closest vehicle, utils.get closest vehicle, player. Die Distanz lassen wir auf Standard. Damit ist nämlich auch im Begriffen, wenn der Spieler in einem Fahrzeug ist. Und hier sagen wir dann if get vehicle, was anderes als null. Und fragen dann ab, mit indem wir eine neue Accounts-Variable erzeugen. Und hier sagen wir, ihr kennt es ja schon, player.getData vom Typen Accounts. Und ja, unsere Account-Key, accounts.accountKey. Und hier sagen wir dann einfach if getVehicle.getData als int, Key ist VehicleFraktion. Wenn der Wert vom Fahrzeug gleich Account.Fraktion ist, dann gehört das Vehicle zur jeweiligen Fraktion. Und wir können dann einfach ganz einfach sagen if getVehicle.locked gleich true, dann setzt das doch einfach auf getVehicle.locked false. Und ansonsten sagen wir getVehicle.locked gleich true und geben noch eine Notification aus mit utils.sendNotification und sagen dann hier einfach player. Text sagen wir dann einfach aufgeschlossen mit dem Symbol von FAK war das, glaube ich. Gucken wir gleich. Und hier unten sagen wir dann das gleiche. Nur sagen wir hier einfach abgeschlossen. Also suchen wir mal nach FAK, ob wir das schon mal benutzt haben. Nee. Jetzt schauen wir mal hier oben in dem Log-Befehl. Da müssten wir es schon mal benutzt haben. Send Notification. FAS FAK war es genau, da fehlte noch ein S unten. FAS FAK. So, damit wäre es auch soweit abgeschlossen. Und wir hätten eigentlich soweit alles jetzt. Das heißt, wir gehen nochmal zurück auf den Server und schauen uns das nochmal an. Einmal Server starten und bis gleich. So, bevor wir loslegen, ich habe hier was gesehen, das heißt natürlich nicht Yoad, also mit einem A, sondern mit zwei A. Und hier müssen wir doch den kompletten Pet-Namen eingeben. Und nicht nur die Abkürzung, das heißt, wir kopieren uns hier den ganzen Pet-Namen raus. Anstatt nur COP01. Zack, speichern. Ups, so. Und starten jetzt einmal den Server. Zack, join einmal drauf. Schauen uns das Ganze einmal an. So, ich kopiere mir mal einmal kurz die Koordinaten hier raus. Von dem Benutzertaste F. Damit wir uns dorthin teleportieren können mit Tele XYZ. Dann machen wir die Kommas weg. Dann kopieren wir uns einmal hin. Genau, jetzt haben wir hier den NPC und den 3D-Tag. So sieht es auch schon mal ganz schick aus. Drücken hier einmal F. Genau, müssen wir uns erstmal zum PD machen. So, dann können wir hier Make Leader Weird Newbie 1 benutzen. Sehr jetzt im PD, können hier F drücken. Unser Fahrzeug spawnt. Wie gedacht, jetzt müssten wir eigentlich auch slash Carlock benutzen können.
genau aufgeschlossen oben. Nochmal Carlog abgeschlossen. Wenn wir drin sind, genau ist abgeschlossen. Nochmal Carlog. Und probieren es auch mal im Auto. Genau funktioniert auch. Damit haben wir jetzt unser Fraktionsfahrzeug erstellt. Sind damit auch am Ende des Fraktions-Tutorials gekommen. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne bei mir auf das Forum oder auf den Discord-Server. Alle Links sind natürlich unten in der Beschreibung. Ihr könnt das natürlich nach eurem Belieben erweitern, Koordinaten anpassen und ein Menü erstellen, das alte Fahrzeug dann löschen, was der Spieler hat, zwischenspeichern und so weiter. Wie gesagt, da gibt es noch viele Möglichkeiten für. Ich würde an dieser Stelle sagen, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dahin, viel Spaß.